Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den NZTV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat am Ende einen Gott sei Dank 3:2 Auswärtssieg in Tirol gegen Wacker Innsbruck einfahren können. Der zweite Sieg damit im zweiten Bundesligaspiel in der neuen Saison. Und es war schon ja, ein hartes Stück Arbeit, gerade gegen Ende hin. Man hat es dann irgendwie noch über die Zeit gebracht und ja, deswegen 3 Punkte nimmt man aus Tirol mit zum Spiel selber. Für mich die erste Halbzeit relativ ausgeglichen, wobei Sturm den besseren Start hatte. Die ersten 10 Minuten gehörten schon eher unseren Grazern. Überhaupt die erste Halbzeit sehr viel Ballbesitz für unsere Blackies, aber das Problem war die Innsbrucker mit mehr Abschlüssen. Allerdings wenig Konkretes da wirklich dabei gewesen. Nach wenigen Minuten hat Schul eine Riesenmöglichkeit, spielt im finalen Pass dann aber auf Rosina allein aufs Tor zu laufen. Leider nicht wirklich konkret, beziehungsweise genau genug, und ja, Hosina versäumt eben dann die Hereingabe und da steht es eben dann nicht 0:1 für unsere Jungs. Innsbruck hat dann ein paar Minuten später auf der Gegenseite eine Möglichkeit und ja, das Ganze geht so ein bisschen hin und her in der Anfangsphase, würde ich einfach mal sagen. Sturm allerdings den Tick bemühter, eben in Richtung Tor. Dann in Minute 20 die gar nicht mal unverdiente Führung für unsere Blackies durch Lukas Grotzurek. Okay, und ich höre gerade, wir spielen gegen die Wiener Austria im Cup. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, Grotzurek, der über die halblinke Seite schön frei steht, bisschen viel Platz hat und der Ball richtig schön ins lange Eck schlänzt. Keine Abwehrmöglichkeit für Tirol, Keeper Knett, und dann steht es eben 1:0 für unsere Blackies, für Lukas Grotzurek. Grotzurek natürlich, ja, das erste Tor im schwarz-weißen Dress gewesen. Danach die Tiroler bemüht. Danach die Tiroler zwar bemüht, aber ohne wirklich konkret im Abschluss zu werden. Viele Halbchancen, aber mit dem 1:0 für unsere Blackies geht es auf jeden Fall in die Kabine. In der zweiten Halbzeit macht Sturm fast alles klar. Man geht in Minute 56 mit 2:0 in Führung, macht dann wenig später das dritte Tor, das 2:0. Nach einem Pass von Pink auf Hosina bleibt dieser hängen, am Schluss von Knett. Der Ball springt nochmal zurück und Pink schaut ab ins leere Tor und trifft eben zum zweiten Treffer für unsere Blackies. Wenig später dann das dritte Tor, zum zweiten Mal an diesem Tag Lukas Grotzurek, der sich wirklich schön, Grotzurek natürlich, was ist los heute, auf jeden Fall, der sich schön durchdribbelt an seinem Gegenspieler vorbei und wieder so ein herrlicher Schlenzer ins lange Eck, und das ist dann nach einer Stunde das 3:0. Ich für meinen Teil habe mir gedacht, die ganze Sache ist erledigt, aber dem war leider nicht so, denn man hat die Tiroler nochmal zum Leben erweckt durch dumme Eigenfehler. Beispielsweise in Minute 77, da gab es eine gute Möglichkeit für die Tiroler, das wurde dann leider Gottes auch eben das 1:3 durch ja, einen dummen Abwehrfehler einfach. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer den schwachen Pass in Richtung Siebenhand gespielt hat. Auf jeden Fall rutscht dieser weg, kriegt den Ball irgendwie aus dem 16er, aber leider nur vor die Füße eines Tirolers, und der trifft dann ins leere Tor. Torschütze Wahara in Minute 77, wie angesprochen, das 1:3, und nur wenige Minuten später, Minute 84, nochmal Hara, der neue Zugang aus Altach, ja, der den Anschlusstreffer dann sogar nochmal erzielt. Da dribbelt er sich über ja, die linke Tiroler Seite eigentlich komplett durch. Unsere rechte Abwehrverbund einfach schwach in der Situation, und Harald ja, haut es am Ende dann auch den Ball noch rein und trifft eben zum 2:3 Anschlusstreffer. Sturm hat dann durch den eingewechselten Husbeck nochmal 2 gute Möglichkeiten, trifft beim einen mal die Stange, beim anderen wartet er zu lange mit der Hereingabe und die ganze Sache ist vertan in den insgesamt 5 Minuten der Nachspielzeit. Aber am Ende darf man feiert, man nimmt 3 Punkte mit aus Graz, und das war einfach nur anstrengend. Auf jeden Fall, man hat gewonnen, 6 Punkte, man steht in der Tabelle gut da für den Moment, und ja, ich würde sagen, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir, und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZTV. Euer Elias, auf die Schwarzen, und bis dann. Ciao, ciao.